Unpopular Opinion. Der Go-Trainer ist er nicht. Er kommt nur mit Gala. Jude Bellingham ist der beste Transfer aller Zeiten. Eine unpopular Opinion ist eine unbeliebte Meinung oder unpopuläre Meinung und drückt aus, dass jemand eine Meinung vertritt, die vom Mainstream oder der Meinung vieler anderer abweicht. Und heute spielen wir unpopular Opinion in der Fußball Edition. Das heißt, jeder von uns hat drei Takes vorbereitet. Wir sind zu viert, das heißt, drei Leute sitzen in der Jury. Einer präsentiert seine unpopular Opinion und am Ende wird abgestimmt, ob der Take valid ist oder nicht. Das heißt, wenn die Mehrheit sagt, ist ein guter Take, gibt es keine Bestrafung. Wenn die Mehrheit allerdings sagt, Bro, was lauerst du? Dann gibt es einen Ohrenschnupper als Bestrafung für mangelndes Fußballwissen. Ich bin Noah, aka Noah Hamann, und ich hau gleich die beste Meinung heute raus und gab Ibo und Jan heute zerstört. Ja, ich bin der Ibo, spiele im Team vom Jan und werde heute alle zerstören. Ja, ich bin Gabriel, ich bin auch bei Jan im Team und ich habe richtig Bock auf das Video. Ich bin Jan Schlaudraff, habe fast 200 Bundesligaspiele. Und deswegen werde ich heute die besten Meinungen raushauen. Und bei drei Hot Takes habe ich mir dann noch die Meinung von Fußballprofis aus der Bundesliga und aus der Premier League eingeholt. Na, erste unpopular Opinion, Männer. Heute sind fest. Jeremy Frimpong ist aktuell der beste offensive Außenverteidiger in Europa. Das ist nicht ganz so, das kann man nicht so ganz vergleichen, weil im Endeffekt spielt nicht jeder mit so einem System, dass der AV so offensiv ist. Aber wenn du, das Spielsystem nicht so offensiv ist, dann ist er halt nicht der beste offensive Außenverteidiger, was wir meinen. Okay. Natürlich ist es dann auch vom Spielsystem abhängig, ist logisch. Ja, und Hakimi? Ich sag den anderen Namen, Sascha Boye. Digga, du kannst mit Gala wieder, er kommt nur mit Gala, was? Also, ist einfach so. Aber, also ehrlich, auf dem, nicht auf dem Niveau. Okay. Was, wie viel Torbeteiligung dein Kollege von Gala hat? Nee, das ist so. Auch ja. Die Nationalmannschaft. Ich würde sagen, mindestens gleiches Level, wenn nicht besser. Besser niemals, meiner Meinung nach. Also, dass er ein guter Kicker ist, sage ich wirklich, Champions League fair, gamey. Aber wir haben in derselben Mannschaft, haben wir auf der anderen Seite auch einen geisteskranken AV mit also Grimaldo ist besser. Und Grimaldo hat, glaube ich, mehr Scorer als Frimpong. Nicht? Nein, ich habe nachgeschaut. Ich glaube, Frimpong hat genau einen Scorer mehr. Und das Ding ist, ich mach's nicht einmal von den... Also natürlich mal es auch von den Scorer abhängig, logischerweise. Aber wenn du mal die Spur von Leverkusen anschaust, alles läuft über die rechte Seite. So, Grimaldo macht seine Scorer über Standards, logischerweise. Nicht nur Standards. Er hat safe gerade die Highlights vom letzten Spiel. Ich muss auch sagen, ich schaue nicht jetzt einzelne Spiele von Leverkusen, so. Ja, die Highlights. Nein, nicht nur Highlights, muss man einfach was sagen. Ich schaue jedes Spiel von Gala. Deswegen kann ich das behaupten. Und du sagst, du schaust nicht jedes Spiel. Aber sagst, Frimpong ist der beste Abbau. Digga, schau doch mal. Ich mach jetzt nur mal einen Call dazu, okay? Frimpong, wenn er ein bisschen Abschluss hätte, hat 4 Tore in der Saison schon mehr. Aber schaust du immer die Highlights oder schaust du wirklich die ganzen Spiele an? Digga, es reicht mir, wenn ich die Highlights anschaue, weil dann die Highlights immer nur Frimpong auf rechts durchbricht. Aber es geht jetzt nur um angreifende AV, also es geht nicht mehr um defensive Angreifen. Wenn ich sage, dass Jeremy Frimpong ist der beste AV in ganz Europa aktuell, dann sage ich fair, defensive muss dabei sein. Ach so, aber wenn ich wirklich nur sage, der beste angreifende AV, also da meine ich wirklich nur den Zug in die Offensive. Und du hast ihn noch nicht auf Champions League gesehen. Ja, das auch. Ja, okay, fair. Ich habe trotzdem noch eine Folie vorbereitet, Männer, nur dass ich nur zahlen kann. Der Bruder hat jetzt aktuell in 22 Spielen, hat er 7 Buden und 10 Vorlagen. 7 Buden und 10 Vorlagen als Außenverteidiger. Als Offensiv-Außenverteidiger, oder? Ja, aber er ist Außenverteidiger, ist doch scheißegal. Wir reden über Außenverteidiger, aber dann heißt es, da muss er auch verteidigen können. Ja, aber es geht nur um die Offensive. Okay, vielleicht hätte ich mir Frage, also vielleicht hätte ich mir Aussage vor. Was sagst du zu einer defensiven Leistung? Die weiß ich ja nicht. Ja, das sind in die Highlight-Zentren. Ja, okay, ich sag fair, wenn man komplett den als AV betrachtet, dann nicht der Game Bank. Aber so rein offensiv, was der für das offensive Spiel von Leverkusen leistet, ist er meiner Meinung nach aktuell einer von den Besten in Europa, wenn nicht sogar der Beste. Ja, ich weiß nicht, ob jemand die Meinung teilt, aber schreibt es in die Kommentare. Ja, okay, Jungs, ja, es müsst sowieso abstimmen. Also einstimmig ist ja legit dagegen. Ja, aber wer ist besser aktuell? Grimaldo ist meiner Meinung nach besser. Und vorher war der Argumentation nur, Leverkusen ist aktuell einfach nur gut in Form. Ja, aber trotzdem ist er besser. Vor allem, wenn man jetzt sagen würde, er ist der Beste in Europa, dann müsste man auch Champions League bewerten, weil Champions League ist die höchste Liga in Europa. Ja, Digga, dann kannst du deinen Bruder auch nicht mehr bewerten. Ja, er ist halt jetzt ungelungen, nicht nur weil ich Gala-Fan bin, er ist echt unnormal. Ja. Okay, Jungs, kurze Abstimmung. Wer stimmt mir zu? Wahrscheinlich keiner. Wer ist dagegen? Zustimmen. Ja, alles dagegen. Alles sind dagegen. Ja, gut, Digga, dann gib mir einen Ohrenschnupper. Digga. Oh, Digga. Ja, Jungs, trotzdem hat mich gefreut. Erste unpopular Opinion ist raus. Warte, ich bin bei der Wahl. Können wir schauen? Ja. Also, meine erste unpopular Opinion ist, dass Jürgen Klopp overrated ist. Der wird sehr oft im selben Anzug mit Pep Guardiola,
Cruyff, Mourinho erwähnt. Und meiner Meinung nach könnte da nicht hin. Viele Leute glorifizieren ihn wegen der 1920-Meisterschaft. Aber diese Meisterschaft ist bisschen, hat einen kleinen Trugschluss, weil zu dieser Zeit war Man City noch nicht das Man City, das wir jetzt kennen. Das war in dieser Aufbauphase, die war auch nicht so dominant. Die waren zwar, hatten sehr viel Geld, waren cashy, aber die waren nicht so weit, wie die jetzt sind. Dann hatten wir ein Menu, das, keine Ahnung, was ein Menu ist, die sind bis heute noch nicht, haben sie noch nicht relativisiert. Dann haben wir ein Chelsea, das nach der Meisterschaft mit Conte komplett im Aufbau war, mit jungen Spielern, Mason Mount, Tammy Abraham und Lampard war auch noch kein erfahrener Trainer. Sprich, die waren wirklich, also die waren wirklich noch nicht so weit. Tottenham war schon immer wie Tottenham, holen keinen Titel. Arsenal war im Bruch im Loch. Also sprich, war diese Meisterschaft okay, die waren trotzdem über 6 Spieltage einfach dominant. Aber konnten sie bisher auch nicht mehr wiederholen. Deswegen sag ich, Jürgen Klopp overrated. Erstens mal, Man City in der Aufbauphase, da waren die nicht in der Aufbauphase, da waren die schon dominant. Nee, die waren auch nicht so krass. Die waren nicht so krass, ehrlich nicht. Also das war doch voll knapp. Nee, das war nicht knapp. City hat 86 Punkte, glaube ich, und Liverpool 99. Guardiola oder Mourinho finde ich besser. Ja, safe. Aber er ist jetzt nicht so weit weg. Er ist schon wirklich ein starker Trainer. Was ist jetzt für dich overrated? Okay, ich sag, ich find's overrated, weil in dem allgemeinen Volksmund wird er im selben Atemzug mit Guardiola, Mourinho, ja, Cruyff, sogar Sir Alexander Ferguson, im selben Anzug wird er oft genannt. Ja, irgendwas wissen wir von dir. Aber ich finde... Das war vor deiner Zeit. Hey, ich habe Highlights geguckt. Highlights geguckt. Aber ich sage, er hat da nichts zu suchen. Ich sage, die Dortmund-Mannschaft. Der Schmelzer auf Linksverteidiger, die Meisterschaft gewonnen. Das sagt schon alles. Was ist danach? Also Liverpool spielt seit jetzt 5-6 Jahren denselben Fußball. Die spielen immer nur Gegenpressing. Und sobald das nicht klappt... Ja gut, aber wo war Liverpool vorm Klopp? Ja, okay, aber wie habe ich doch gesagt, dass Liverpool war vor Klopp vielleicht noch schlechter. Die haben aber diese Phase, die anderen Mannschaften dann hatten, als Liverpool die Meisterschaft geholt hat. Liverpool hat sich da gefestigt, hat einen Umbruch gehabt, hatte Salah, Mané, Firmino und das funktioniert, ja. Aber die anderen Mannschaften waren alle auch in diesem Umbruch. Und City war noch nicht so weit. Jürgen Klopp kannst du safe mit... Also, ich weiß nicht, was Mourinho jetzt krass so gemacht hat. Also Mourinho, 5 Finals. Ja. Also, come on, gab mit dir bei mir gar nicht. Mit dir rede ich gar nicht mehr. Also, Mourinho finde ich besser. Also, Mourinho safe. Mourinho hat mit Porto Champions League gewonnen. Das ist krass, ja. Das ist reicht, krass. Das reicht schon. Aber das ist ein bisschen vor meiner Zeit. Warst du beim FC Quistor, was kostet hat? Also, mit Porto irgendwie 100 Spiele in Folge, glaube ich. Mit Porto 100 Heimspiele in Folge, also, geschlagen waren. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Da brauchen wir nicht reden. Dass er nicht auf dem Tisch ist mit ihm. Du kannst ihn ja trotzdem von den letzten 10 Jahren war er einer der besten. Nein, er ist für mich nicht auf dem Tisch. Er ist für mich kein Top 5. Er ist nicht am Tisch. Den anderen. Ich zähle doch gerade auf. Guardiola, Ferguson. Was? Cruyff. Keine Ahnung von Ferguson. Cruyff. Dann haben wir Mourinho, Ancelotti, Jupp Heynckes. Ich sage es all rated, weil ich glaube in England und vor allem bei Liverpool-Fans, was auch vielleicht fair ist, aber in diesen Mündern hört man so oft, Gold, er ist Premier League All-Time Gold Trainer und so. Ist er nicht. Ist er nicht. Was sagen die? Ja, Gold Trainer. Ist er nicht. Ist er nicht. Wer ist gegen Noah Santelka? Also wer sagt, dass Jürgen Klopp nicht overrated ist? Boah, krass. Einig, oder? Krass, dass ihr gewissenlos. Aber okay, nehme ich an. Da werfen wir auch direkt die erste Profi-Meinung rein und zwar von Benze Dadai von Hertha BSC. Der Bruder war leider ein bisschen zu nervös für ein Video, aber er ist auch der Meinung, dass der Take einfach Quatsch ist, Noah. Okay, seid ihr ready? Mein unpopular opinion. 2009, der Transfer von Cristiano Ronaldo zu Real Madrid ist der beste Transfer aller Zeiten. Weil, kurze Begründung, wir wissen alle, was er bei Real geleistet hat. 4 Ballon d'Ors, 4-mal die Champions League gewonnen. Plus, er ist danach zu Juve von Real für 117 Millionen weggegangen. Hast du da Ablösesumme noch was von dem Wechsel? 90 Millionen. 94. Und du weißt schon, wie viel das damals war? Damals extrem ab Rekordablöse. Ja, aber willst du mir jetzt sagen, das hat sich für Real nicht gelohnt im Nachhinein? Ja, hat's, aber es war trotzdem, du musst diese Ablösesumme auch in Relation setzen. Sprich, die Leute haben es auch erwartet, dass er so einschlägt. Die haben erwartet, dass er 4-mal die Champions League gewinnt? Ja, also. Nein. Ich finde den Take gar nicht so scheiße. Also, ich finde den wirklich. Danke, Mann. Aber das Ding ist, also, wie sagst du, dass der beste Transfer ist? Dann kannst du sagen, der beste Transfer war, dass Barca damals an Messi verpflichtet oder was wir machen. Von der Leistung und vom
Preis, was die damals gezahlt haben und was er geleistet hat. Dann gibt es aber bessere. Okay, wer zum Beispiel? Also ich würde sagen, Ribéry zum Beispiel war in dem, nicht mal in dem Preissegment, da glaube ich in 30 Minuten. Ja, der hat oder der auch einen krassen Impact bei Bayern. Aber willst du jetzt sagen, Ribéry das gleiche Level wie Cristiano Ronaldo? Zählt aber nicht, zählt nicht nur die Leistung, es zählt auch der Preis. Ich dachte mal einen richtigen random Call aus, Jan. Ich war kurz davor, einen Take zu machen, der beste Transfer-Coup der Bundesliga-Geschichte, und zwar Raul ablösefrei zu Schalke. Boah, auch starker Take. Ja, der ist sehr stark. Wo ziehst du den Strich, dass du sagst, zwischen was er für den Verein geleistet hat und was er kostet hat und wo du dir das Ganze ein bisschen abwächst? Ja, weil er jetzt 94-90 Millionen gekostet hat damals, also von Menu zu Real. Und danach wurde er sogar für mehr verkauft, obwohl er viel älter war. Deswegen ist er der beste Transfer, plus das, was er geleistet hat. Deswegen kann man einfach keinen anderen Spieler nennen, der nur annähernd das geleistet hat. Neymar bei Barca 2015. Ja, aber ja, auch geisteskrank, okay, krasse Transfer. Aber, sorry, aber der hat halt nur einmal die Champions. Nee, aber das Ding ist, okay, er hat auch krasse Scorers, krasse Dribblings, alles. Aber, und er ging für 220 Millionen zu PSG. Aber für wie lange? Und seine Statistiken. Kennst du seine Statistiken? Boah, kenn ich nicht aus. Nicht annähernd, Cristiano Ronaldo. Du, wenn so euch mit allen ist, also die Alor, was Real Madrid an Cloud quasi gerückt hat. An, also ja, an ja, die, sowieso. Ja, also nur noch Ronaldo an Trikotverkäufe, Titel, alles drum und dran. Also, im großen. Ich wollte es nicht sagen. Aber Mbappé. Also, ja, das wissen wir ja noch nicht. Jetzt liegt in der Zukunft. Mbappé ist der beste Spieler der Welt aktuell. Was hat Bayern damals für Lewandowski zahlt? War der ablösefrei? Der ist geblieben. Warte, für wie viele Millionen ist der weg? Ich habe 50. Ja, irgendwie sowas. 30, ja. Und Ronaldo ist ein, zwei Jahre davor für 117 Millionen. Aber die haben auch 94 gezahlt für den. Aber ist ja geil, ich muss rein bewerten, dass mir Ivo gerade übel die krasse Borschips hingegeben hat. Nein, hey. Kann ich jetzt nicht neutral machen? Nein, das zählt nicht. Ja, dann lass wieder Handy, wer dagegen ist. Ja. Ja, meine erste unpopular opinion ist Mats Hummels Größe Sergio Ramos. Ich meine, du meinst Körpergröße, oder? Natürlich hat Sergio Ramos viel mehr Titel gewonnen. Ja. So, der hat national WM, EM, Mats Hummels übrigens auch die WM, dann die ganzen Champions Leagues und so weiter. Aber stell Mats Hummels in das Team von Spanien und von Madrid damals, das einfach ein Cheatcode war, und er sieht besser aus wie Sergio Ramos, weil Sergio Ramos lebt einfach nur so von, der rumpelt halt, also kennt ihr noch die Zeit mit Pepe? Junge, er rumpelt einfach nur rein, der lebt halt von Zweikämpfen. Okay, ich gebe ihm, er ist brutal torgefährlich, das ist wirklich crazy, aber rein Spielaufbau, Cleverness, Mats Hummels regelt das halt mit Cleverness. Auf jeden Fall, stell Mats Hummels in diese Teams und er sieht viel stärker aus als Sergio Ramos, gewinnt die ähnlichen Titel. Mats Hummels war halt einfach in Underdog-Teams wie Dortmund zum Beispiel. So, dann Bayern Underdog. Bayern dann nicht, sagen wir. Ja, hast du gesehen? Bayern Underdog-Team. Bei Dortmund, ja, bei Dortmund. Okay. Meiner Meinung nach lebt er halt brutal nur von teilweise überharten Einsteigen und halt Kopfballstärke. Okay, also, was sind also gute für Innenverteidiger? Spielaufbau. Ja. Cleverness. Ja. Wie man verteidigt. Meiner Meinung nach verteidigen die gleich gut, sag ich dir ehrlich. Nur Sergio Ramos. Kopfball spielt so egal als Verteidiger oder wie? Kopfball. Ist Mats Hummels Kopfball schwach oder was? Definitiv. Ja, okay, aber bei Ramos ist er besser. Es ist dann nicht gut, wenn er mehr Tore hat, bei Ecken zum Beispiel. Oder ich habe ja gesagt, das gebe ich ihm. Die wichtigen Tore, was er gemacht hat, zum Beispiel in der Champions League oder so. Ja, der hat wichtige Tore. Das habe ich ja gesagt, das gebe ich ihm. Aber trotzdem ist Hummels besser. Er ist der bessere Fußballspieler wie Sergio Ramos. Bester Verteidiger, auch der bessere Verteidiger. Also im Gesamtpaket. Sag, guck mal, wie Mats Hummels jetzt noch performt auf dem Level in der Champions League und Co. Mit den Voraussetzungen, also er ist nicht mehr der Schnellste, körperlich wird es auch immer schwieriger. Und guck, wo Sergio Ramos rumdümpelt bei Sevilla. Ja. Sorry, bei Paris war er auch meiner Meinung nach komplett Quatsch. Also ich habe auch mal gehört, dass, also ehrlich, dass Ramos für Spiel von Real damals essentiell war, alleine, weil er auch mit seinem Pfeifen öfter mal das Spieltempo bestimmt hat. Das zeigt auch von der Cleverness. Ja, ja, habe ich auch schon gehört, ja, wirklich. Und das zeigt okay auch von Cleverness. Und, was man als Verteidiger vielleicht noch zusagen muss, ist wichtig, er ist ein kompletter Leader. Es war zumindest kein Leader. Nein, für mich ist zumindest kein Leader wie Ramos. Mehr mich auch nochmal zu mehr den Punkt vom Noah nochmal aufgreifen. Also, allein was der Ramos an Leadership und an Mentalität und Aggressivität und deiner IV da hinten ausstrahlt, Alois, das ist so wichtig für dein Team. Ja, die Ausstrahlung. Junge, die Ausstrahlung. Aber Hummels macht meistens halt das meiste mal Cleverness. Aber angenommen, wir dürfen mal auf ein gleiches Level sitzen. Okay. Gleich cool. Krass. Angenommen, wir dürfen das mal. Im Endeffekt, allein aufgrund von dem Fakt, dass der Ramos einfach so ein Leader ist und die Aggressivität und die Mentalität mitnimmt, hätte ich
Immer lieber an Ramos in meiner IV als an Mats Hummels. Gehe ich krass halt mit. Ich bin halt ein krasser Hummels-Fan, muss man dazu sagen, bei der Meinung. Schau, sogar die Power, sogar PowerPoint geht weg, der Mann. Auf dich hinten, also stimmt auch. Nee, nur mal dir. Übertreib. Wer ist gegen sein Take? Hey, ich will gerne den Chips. Ja, danke, du kannst. Ey, übertreib, er schwitzt es gleich so rein. Oh, Mann. Okay, Männer, meine zweite unpopular Opinion ist das Derby della Madonnina ist krasser als El Clasico. Es ist ein Stadtderby, was logischerweise bei Madrid gegen Barcelona nicht der Fall ist. Und ich sage da ehrlich, dass El Clasico ultra an Qualität verloren hat, nachdem Ronaldo weggegangen ist, nachdem Messi weggegangen ist. Weil das war immer so die Rivalität zwischen den zwei, wo es El Clasico nochmal so richtig pusht hat. Aber wenn jetzt, sage ich mal, Milan nicht mehr die Qualität hat wie früher und Inter nicht mehr die Qualität hat wie früher, ist nach wie vor ein Stadtderby und da geht es immer geisteskrank rund. Und deswegen sage ich, an der Serie A wird guter Fußball gespielt. Und meiner Meinung nach ist durch das, weil es eben auch ein Stadtderby ist, das Derby, also das Milan-Derby, eigentlich ein geiles Spiel, also wie El Clasico. Bei deinem Punkt geht es um das Fußballische oder das Ganze mit den Fans Ganze, und sowas? Ums Ganze, also Fußballerische und ums Fans, okay, und die Atmosphäre und alles. Aber wenn man jetzt, zählt man jetzt die Zeit mit, wie du gesagt hast, Ronaldo, Messi und auch dazu oder jetzt in der aktuellen Zeit? Generell so, ab dem Zeitpunkt, sagen wir, wo wir Fußball verfolgt haben. Okay. Also wir sind alle ungefähr gleich alt, so 99, 2000, 2001 oder so. Natürlich. Ja, Erran. Also natürlich so die Anfangszeit, so 2004, 2005, da braucht keiner von uns mitlaubern, weil es auch keiner von uns mitkriegt. So ist Fakt einfach. 2007, 2008 oder so mit Beckham, Pato, Ronaldo und so weiter und so fort, haben wir auch nicht so krass mitgekriegt. Aber das war dann schon die Zeit, wo du jetzt gerade das, sag ich mal, im Nachhinein nochmal aufleben hast lassen durch die ganzen Videos und so. Klassiko, geisteskranke Partie, aber meiner Meinung nach ist einfach das Milan-Derby... Von der spielerischen Qualität her und von der ganzen Atmosphäre... Nein, ich sag nicht, dass es von der spielerischen Qualität her besser ist als Klassiko, das sage ich ja gar nicht. Aber da passt das Gesamtpaket. Theoretisch jetzt mal kurz den Einwand nochmal. Ich hätte da das Istanbul-Derby, hätte ich auch einballern können, aber Istanbul-Derby ist Fußball. Ja, es ist halt fußballerisch nicht auf dem Niveau, wie der in der Serie A gespielt wird, das ist Fakt. Wenn es von der Stimmung her ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen Istanbul-Derby, da ist natürlich das Fußballerische jetzt nicht wie El Clasico oder Milan-Derby, das ist natürlich ein bisschen unteres Level, ist ja klar. Und wenn es vom Fußballerischen ist, dann ist El Clasico. Und das Gesamtpaket, da würde ich sagen... Ja, Milan-Derby, okay, italienische Fans, nicht schlecht, ja. Also, ja. Ich muss noch was sagen, wie gesagt, ich bin im selben Stadion wie ihr spielt. Ich wollte gerade sagen, okay, mit den Kolben bringen, dass sie im selben Stadion spielen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja crazy. Da geht es um die Vorherrschaft im Stadion. Ja, das ist crazy, aber Junge, also, ein Klassiker, Mann, guckt die ganze Welt drauf. Aber auch wenn zum Beispiel jetzt jedes Jahr nicht die besten Spieler dort sind, glaube ich, schauen mehr Leute das El Clasico als das Milan-Derby. Auch wenn jetzt beim El Clasico die Stimmung, also da habe ich noch nie eine krasse Stimmung oder so gehört oder mitbekommen, aber El Clasico ist halt El Clasico. Okay, also messt ihr die Partie rein an der globalen Reichweite? An der Vergangenheit, was für Spiele da entstanden sind und an der Größe von den Mannschaften. Das erste Derby, was ich am liebsten anschauen würde, allein wegen der Stimmung, natürlich Istanbul-Derby. Gala gegen Fener. Ich hab's euch selber. Wer da einmal im Stadion war, der wird dann selber sagen, es ist einfach die krasseste Stimmung. Wenn ich gern mein Take weiterhin verteidigen darf, dann muss es fast an der globalen Reichweite messen, weil die ganzen türkischen Fans werden sagen Istanbul-Derby, die ganzen argentinischen Fans werden sagen Boca gegen River. Ja, ist auch Aber ich glaube, die Mehrheit wird sagen El Clasico. Okay, Jungs, ich darf gerne abschließend sagen, dann ist es so. Aber ich möchte nur noch mal sagen, der Klassiker ist overrated. Bayern gegen Dortmund ist overrated. Boah, das ist Katastrophe. Ist ein anderer Take. Ja, ist ein anderer Take, aber ich will es nicht mehr raushauen. Also, wer ist dagegen? Gab du. Da die Jungs absolut keine Ahnung haben, brauchen wir die Meinung von einem Fußballexperten und zwar von Vitali Janelt vom FC Brentford. Was geht, Jan? Vita hier. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast mir um meine Meinung gebeten. Ich glaube, deine Jungs haben vielleicht Ahnung vom Fußball, aber ich glaube, wenn sie mal richtige Fußballspiele geschaut haben, glaube ich, ist es auf jeden Fall ein Muss, das Spiel Inter gegen AC zu schauen. Ich hatte das Vergnügen letztes Jahr oder beziehungsweise letzte Saison dieses Jahr im Halbfinalspiel AC gegen Inter. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. War ein brutales Spiel und ja, wie gesagt, ich bin auf deiner Seite. AC Inter. Oh. Meine nächste unpopular Opinion ist, dass die spanische Nationalmannschaft nur erfolgreich ist,
wenn Barca auch erfolgreich ist. Hier sieht man auch WM 2010. Dann sieht man, glaube ich, auch eine 5-6 Barca-Spieler. Dann sieht man, dass die erfolgreichste spanische Zeit... Wer ist ganz rechts? Die erfolgreichste Zeit hat die spanische Nationalmannschaft 2008 bis 2012. Stellt sich mir vor, der hätte nur Mats Hummels drin gehabt. Und das ist auch die Zeit, als Pep Guardiola zu Barca kam, 2008. Da war einfach die spanische Nationalmannschaft am erfolgreichsten, wenn Barca auch erfolgreich war. Und klar, Spanien ist jetzt nicht schlecht geworden. Also ist trotzdem eine gute Nation. Aber sie hatten ihre besten Zeiten, als die Jungs von Barcelona auch erfolgreich waren. Ja, aber bei der Mannschaft jetzt, so ist irgendwo klar, dass sie natürlich dann besser sind, wenn da fast eine komplette Mannschaft zusammenspielt. Weil wenn ich jetzt mit meiner Mannschaft auch in der Nazio zusammenspiele, dann spiele ich ja natürlich über den man zummelt. Gut. Aber findest du nicht einfach, dass einfach nur die Generation... Ja, aber mein Take ist nur... Die spanische Mannschaft... Ist nur erfolgreich auch, aber das, wenn also, Barca erfolgreich ist. Und ihr könnt mir kein Gegenteil beweisen. Dein Call ist irgendwie logisch, also was jeder sagen würde. Weil, wie gesagt, wenn da die ganze Mannschaft auch in der Nazio spielt, dann ist viel einfacher für einen Trainer, ein gutes Spiel aufzubauen, als wenn jetzt 11 verschiedene Spieler da spielen. Angenommen, dann jetzt hat 1, 2, 3, was gemerkt? 4. Fünf, sechs, ich weiß nicht, ob du... Über die Hälfte auf jeden Fall. Aber es hat über die Hälfte bei Barca gespielt und wenn die natürlich voll in Form haben, da im Verein, voll in Form haben, ist ja logisch, dass sie das irgendwie auf Nationalmannschaft übertragen. Ja, aber das ist Hälfte ja auch, ist auch legitim. Ist ja wirklich legitim, aber das Ding ist, weil Barcelona auch eben zu diesem Zeitpunkt so stark war, hat es ja was damit zu tun, weil zum Beispiel Deutschland hat immer noch viele Bayern-Spieler im Kader, aber Bayern ist einfach aktuell auch nicht stark. Und die spielen trotzdem in einer Mannschaft, aber trotzdem ist die Mannschaft nicht erfolgreich. Und jetzt haben wir hier eine Barca-Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt, also fußballerisches Maß aller Dinge war wahrscheinlich. Also alleine nur vom Fußballerischen her. Nicht von Erfolg, aber vom Fußballerischen her. Das hatte auch einen krassen Impact auf die Nazio. Wer ist dagegen? Das ist so frech. Ja, das ist so frech. Ah! Okay, also für mich ist der Messi der GOAT. Bevor jemand was sagt. Ja, Benni. Also ich bin selber Ronaldo-Fanboy. Ist so, weil ich finde es einfach geil, so wie der spielt und sowas. Aber für jeden eigentlich, der was von Fußball versteht, der muss eigentlich sagen, so wie Messi spielt, wie er das Spiel liest und keine Ahnung, wie er die Tore macht, die Vorlagen oder die Pässe, er ist einfach der bessere Fußballer, der einfach alles drauf hat. Ja, also wie true. Ich muss sagen, ich bin auch Ronaldo-Fan, aber Messi ist für mich auch GOAT. Ich bin auch Ronaldo-Fan, aber Messi ist auch der GOAT. Also, aber mehr Fan von Messi oder mehr Fan von Ronaldo? Also ich mag jetzt an Ronaldo seine Art und ich finde, von Ronaldo kriegst du da mehr damit, so als wie von Messi. So Messi ist so ein bisschen verschlossen so. Und deswegen mag ich halt an Ronaldo, weil der oftmals sympathisch rüberkommt, haut sich ein, trainiert hart und so weiter und so fort. Ronaldo prägt vielleicht mehr. Er polarisiert, prägt mehr. Aber Messi rein fußballerisch. Aber Messi fußballerisch ist halt wirklich. Das ist aber ich würde jetzt mal kurz anheften, dass das kein Unpopular ist. Ja, es ist kein Unpopular. Es gibt sehr viele, die sagen, ja, Ronaldo ist so geil. Ja, aber es gibt auch so viele, die sagen, Ronaldo-Fanboys. Ey, aber ich würde sagen, es ist einfach, es ist 50-50. Ja, Jungs, ich sag dir ehrlich, das ist Thema-Verfehlung. Abstimmung. Wer ist ein Thema-Verfehlung? Nein. Schnipster für Thema-Verfehlung. Drei Schnipster. Nee, um das geht's nicht. Dich, also Junge, warte mal. Jeder ist dagegen oder nicht? Jeder gibt dir für deinen Take recht, aber es ist keine unpopular Opinion. Ja, doch. Egal wo du schaust, auf Insta oder keine Ahnung wo die Leute irgendwie es bewerten. Es ist entweder oder. Oder, das ist nicht unpopular. Nee, es ist ein Thema wie das andere und da gibt es entweder das eine oder das andere. Aber es ist so. Unpopular Opinion heißt eigentlich, dass die Mehrheit dagegen ist über den Take. Das heißt nicht, dass die Mehrheit für das andere ist. Doch, natürlich. Es heißt einfach, dass es verschiedene Meinungen dazu gibt. Du pleasst gerade einfach nur viele Meinungen. Du pleasst gerade einfach nur. Nein. Okay, dann müssen wir es so machen. Wir müssen das abstimmen und ihnen recht geben, aber jeder soll wissen, dass kein Ampuller finden ist. So. Bodenlos. Aber ich sage ehrlich, so man hätte easy so 5 Takes machen. Locker. Safe. Locker. Guck dir weg. Junge, wenn es wie gut ankommt, zweiter Teil mal, ich schwör. Ja, safe. Zweiter Teil. Man kann so viel sagen einfach auch. Ja, natürlich. Also außer das Messi der Gott. Ich sag nichts mehr von Ronaldo. Digga, am Popular Opinion. Ich höre dann nicht dafür. Am Popular Opinion, der sagt, Messi ist Gott.
Das ist ein anderer Take, oder so ein Ronaldo besser Transfer. Mann, warte. Ja. Hab's gleich. Weißt du, was meine nächste unpopular Opinion ist? Okay. Seid gespannt. Und zwar, Müller seine Karriere ist größer als Neymar seine Karriere. Ja. Ja, wollte ich nicht. Ja. Ich finde es schon nicht unpopular. Junge, Müller ist einer der besten deutschen Spieler. Ja, natürlich. Neymar ist einfach der geilere Kicker, aber ja. Müller ist einfach der bessere. Also aber Neymar... Von der Karriere her ist er der bessere. Ja, Neymar hat seine Karriere ruiniert, wie er von Barca weggegangen ist. Irgendwie hätte jetzt nicht so viele... Ja, eben, das ist mein Argument. So, Müller mehr Titel, national, international. Ja. Okay, ich hab, stopp. Danach habe ich noch ein Backup. Backup. Jude Bellingham ist näher am Ballon d'Or wie Mbappé. Nein. Wer ist gegen seinen Take? Connor. Okay, gut gehabt. Weil ich hätte sogar einen Backup. Also mein dritte unpopular Opinion. Ich habe mir gedacht, man kann zuvor über Spieler, Vereine, Rivalitäten, Spiele und so weiter labern. Aber ich hab mir gedacht, ich gehe mal ein bisschen in die andere Richtung. My call ist jetzt Low Cut. So Stutzen ganz weit unten ist einfach die beste Möglichkeit, Stutzen zu tragen. Wie meinst du es genau? Also meinst du, es sieht am geilsten aus oder ist am gemütlichsten? Ich finde, es schaut optisch besser aus, als wie der Trend, der wo früher mal war, dass man sich den Stutzen einfach so übers Knie zieht. Und ich finde rein performance-technisch, es gibt nichts chilliger, als wie wenn die Stutzen da herunten warten, die schnüren dann nichts ab. Die ganzen Spieler, die wo sie da hinten, die Lecher, in einer die Wadeln, in die Stutzen für die Wadeln reinschneiden, kannten einfach die Stutzen abziehen, ist Fakt. Natürlich kann das dann der Callcammer mit, warum drückst du deine Schienbar schon da herunten und nicht da heroben? Ich finde es nicht, dass die beste Möglichkeit ist. Ich finde, das halt fresh aussieht, dass cool ist. Ich glaube, dass jetzt nicht alle das machen, vor allem die im Amateurbereich, weil es jetzt einfach irgendwie was bringt oder so oder die beste Möglichkeit ist, sondern weil es eben die Profis machen und weil es halt cool aussieht, mehr nicht. Also ich gehe eher mit, wenn es jetzt sagen, dass es ist, wenn ich mal jetzt Lächer meine Stutzen einschneide, dass das eher eine Trendbewegung ist, als wie Low Cut, also als wie wenn es Stutzen so weit unten trockst. Also ich sag ehrlich, es ist eine coole Option und vielleicht auch eine gute Option, aber ich glaube, man kann nicht sagen, dass es die beste Möglichkeit ist, Stutzen zu tragen, weil sorry, es sind immer noch Stutzen und wenn einer, das ist auch ein bisschen so Eigensache, so ein bisschen, wenn ich sage, ich will sie hochtragen, ich fühle mich damit besser, ich will sie short tragen, so will sie da, fühle mich damit besser oder ich will sie bis zu meinem Oberschenkel hochtragen. Also, es gibt da nicht die beste Möklichkeit. Okay, ich hab noch einen anderen Tag, Tschüss, Bellingham! Der Rest dagegen. Ich bin dagegen. Wer ist dafür? Ich will es ganz raus. Ja, fair, okay. Mein nächster Take ist, oder mein nächster unpopular Opinion ist, dass Ribéry und Robben in ihrer Prime nicht Goats waren, sondern aber am Tisch saßen mit Ronaldo Messi. Also, ich glaube, jeder kann sich erinnern, Ribéry 2013, wo er gerobbt worden ist, den Ballon d'Or. Und ich glaube, in dieser Saison hat man gesehen, dass Ribéry in seiner Prime an diesem Tisch essen darf. Aber ich sage es nicht von All-Time-Karriere, sondern nur diese Prime-Saison, dass sie da am Tisch saßen mit denen. Und Robben 2010 bei Bayern alles rasiert hat und dann war die WM und da war Niederlande auch geisteskrank, Halbfinale. Und wer saß da noch mit am Tisch? Nee, mein Take ist... Das hat mich wirklich interessiert, wen du jetzt da nur so eine kategorisierst, was du sagst. Ich würde sagen, zum Beispiel KDB hat auch in seiner Prime, dürfte da auch sitzen. Mbappé auch. Und Özil Prime? Sag ich nein. Ja, ich sag nur, die saßen in dieser Prime an dem Tisch. Also, dass sie an dem Tisch saßen, in diesem Gold. Kennt ihr das Foto, wo die Schach spielen? Ja. Durften die sitzen. Ja, Bro, aber du redest so, als wie wenn an dem Tisch maximal 5 Leute sitzen da und so. Und dann dazu da Ribéry und... Angenommen, es hatten 30 Leute an dem Tisch, dann ist nichts mehr Besonderes. Was will man? Du musst kategorisieren, wie viele Leute hast du da reingehauen hast. Allgemeines meinst du? Ja, wenn du sagst... Sag, du 10 Leute sind maximal an diesem Tisch. 10 Leute. 10 Leute maximal? Ja. 10 Leute. Und du sagst... Prime Ribéry und Robben Prime Robben sind Top 10 Spieler quasi aus dem letzten Jahrzehnt. So. Sag ich ja. Dann überleg mal, wer nur dabei sitzen soll. Da ist dann Özil dabei sitzen, KDB dort dabei sitzen. Du kannst Lewandowski, du kannst Benzema. Ich sag Benzema würde ich rein tun, Lewandowski nicht. Mbappé würde ich reinmachen. Haaland. Dann kannst du Haaland reinhauen. Dann hast du aber Ronaldo Messi schon. Ja. Dann haben wir jetzt nur 2 übrig. Robben und Ribéry. Und was ist mit Modric? Was ist mit Ramos? Sorry, sag ich aber ehrlich, wenn du das aufzählst.
Xavi. Okay, lass mal erstmal so machen. Wenn du das aufstehst, dann will ich aber Haaland und Mbappé jetzt raustun. Weil die ja, gut, dann tue ich raus, aber dann hast du trotzdem raus? Mehr. Raus, okay. Ich darf ja nur ein Spieler mal erwähnen. Was dann so mit so einem Di Maria? Di Maria ist ein anderer Spieler. Di Maria Geist. Ja, aber er hat nicht diesen Impact. Er hat nicht diesen Impact. Ja, aber die Auswahl mit 10 Leuten am Tisch ist zu krass eingeschränkt, dass wieder sie dann Ribéry und dann Robben einhauen. Sag ich ehrlich, können, so sorry. Für mich können die rein. Nee, für mich nicht. Für mich also geisteskranke Spieler, also wirklich Weltklasse, ja. Aber die kann ich nicht an den Tisch setzen. Also kann ich den 10 Leute kreisen, kann ich nicht vertreten. So, dazu sagen 15 Leute, 20 Leute, dann da die sagen, ja aber gut, Top 10 nicht. Aber Top 10 nicht. Vielleicht, also Top 10 würde ich sagen Top nicht. Top 10 würde ich doch auch. Top 10 nicht. Ja, lass abstimmen. Ja, abstimmen. Ab, also wer ist gegen sein Take? Backup, ja, Bellingham, ehrlich, Bellingham, sorry, Bellingham. Backup. Ja, okay, fair. Ja, okay. Hab ich getroffen. Mein dritter Call und auch mein letzter. Kylian Mbappé, aktuell der beste Spieler und auch für die nächsten vielen Jahre wird er der beste Spieler sein und auch den ein oder anderen Ballon d'Or gewinnen. Das war klar. Geiler Take, Mann. Ja, das Ding ist, es gibt hier auch nicht viele Spieler in der Kategorie aktuell. So, es ist, ich meine, aber egal ob defensiv, offensiv oder sowas. Ja, aber es gibt Korn. Es gibt kein defensives Pardon zum Kylian Mbappé. Gibt's ja, was ich noch im Kopf hätte, der vielleicht auch noch so stark sein, genau, werden könnte. Ja. Aber das weiß man nicht. Er spielt eine krasse Saison oder war halt davor auch schon stark, aber ob der jetzt so wird, weiß ich nicht. Bellingham ist gerade näher am Ballon d'Or wie Mbappé. Das ist nur wie die Lobby. Das finde ich nicht. Erstens, die Social Medias machen den so groß. Er ist natürlich brutal stark aktuell. Aber ich finde, er ist nicht auf dem Level, auf dem Mbappé gerade ist. Mbappé ist halt auch ein Spielentscheider. Aber wenn Bellingham mit England was holt und mit Real, dann kriegt er. Wie alt ist Bellingham aktuell? 20. Mbappé ist 25, älter, ja. Mbappé ist halt ein geisteskranker Spieler, der so wilde Sachen machen kann. Allein WM-Finale, was er da gemacht hat, alleine, das ist gestört. Und ich glaube, dass Bellingham auch mit England nicht so schnell eine WM gewinnen wird. Also eher weniger wahrscheinlich. Ja, Frankreich die letzten Jahre absolut. Genau, England ist halt ist so. EM, WM ist nicht so stark. Also er ist auf jeden Fall die größte Attraktion. Vom Spiel her. Weißt du, du guckst halt, weil der wegen Dribbling. Du kannst mit Bellingham, das ist ja ein Spielmacher, ja, so, weißt du. Aber ich sag auch, Bellingham hat nicht diesen krassen. Bellingham macht seine Tore, ja, und seine Assists, aber nicht diesen krassen Impact, weil wenn ich jetzt ein Trainer bin von einer gegnerischen Mannschaft, hätte ich nie so das Gefühl, dieser Bellingham, ich muss ihn jetzt irgendwie Mann decken und so. Nee, habe ich nicht. Aber bei MVP weiß ich direkt, boah, dieser MVP, wenn er einen guten Tag hat, kann ich nichts machen. Wenn er einen guten Tag hat, kann ich nicht sagen. Ja, aber ich finde den Call mit Mandeckung, das ist voll positionsabhängig, meiner Meinung nach. Also, du musst die besten Spieler ausschalten. Aber das Ding ist, wenn ich es auch irgendwie denke, fuck, ich stelle jetzt irgendwen ab auf den, wenn er einen guten Tag hat, kannst du nicht verteidigen. Also ich finde, nach Ronaldo und Messi kommt in der heutigen Zeit Mbappé. Also ich gebe dir recht, aber die Frage ist, wie das ist, eine unpopular Opinion. Aber also, was ich jetzt nochmal sagen will, also, bevor jetzt Bellingham zu Real gegangen ist und nochmal so einen riesen Push gekriegt hat, und eine geisteskranke Saison spielt, also dem Typen mag ich nichts wegnehmen, der Typ ist Weltklasse. So. Aber es war ja davor schon die ganze Zeit die Diskussion, ob jetzt Haaland, also es hat immer gekostet, so Haaland und Mbappé kannst du die neue Rivalität werden, so nach dem Motto wie Messi und Ronaldo. Meiner Meinung nach Mbappé klar vor Haaland, aber darum weiß ich nicht, ob das eine unpopular Opinion ist. Wenn die schon so auf den Raum geschmissen worden ist. Ja, die Frage hat sich sehr aufgestellt. Aber wenn man jetzt sagt, Haaland wechselt jetzt zu, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt. Nee, Al-Ittihad. Nee, zum Beispiel jetzt, wenn Haaland bei Real spielen würde, dann hätte er mehr die Chance. Ja, klar. 100%. Auf das Level von Mbappé, von den Erfolgen zu kommen, als bei City jetzt. Lass mal abstimmen. Ja, also ich gehe mit. Also warte, sag dein Take nochmal kurz. Dass Mbappé aktuell und auch die nächsten Jahre der beste Fußballer der Welt ist. Also ich sag ehrlich, wenn du jetzt nur komplett aktuelle Verfassung nimmst, nur wirklich so richtig, so ein richtig kleiner Timestamp, sag ich mal, dann ist Bellingham für mich aktuell ein bisschen Spieler auf der Welt, sag ich ehrlich. Ich wäre trotzdem bei Mbappé. Gibt es auch viele, die sagen, in den nächsten Jahren, oder wenn wir jetzt nach 5 Jahren gehen würden, dass Bellingham vielleicht ganz woanders steht als Mbappé und Mbappé schon 30 ist. Vielleicht hat Bellingham mit 25 schon 2 Ballon d'Ors gegangen. Kann sein, Also nur Mbappé noch da, weil er vielleicht
die Leistung nächstes Jahr, übernächstes Jahr nicht mehr so bringt. Ja, na, aber ich gehe mit deiner Meinung. Also. Ja, aber. Nein, gleiche Erfüllungen. Mein Take Nummer 3 ist, dass Darwin Nunez das Potenzial hat, einer der besten Stürmer der Welt zu werden. Oh mein Gott, null. Hä? Ich finde den Typ so schlecht. Er ist so kacke. Er ist unnormal schnell. Er ist kopfballstark. Er hat eine gute Größe. Er kann schießen. Er kann köpfen. Er kann... Wie Mats Hummels, oder? Ähnlich. Das ist ein Aufwand. Aber meiner Meinung nach, rein von den, vom Potenzial her und von den Fähigkeiten, hat er die Möglichkeit, wenn er jetzt über die nächsten Jahre, wenn Jürgen Klopp ihn dahin bringt... wirklich einer der besten Offensivspieler der Welt zu sein. Ja, ich glaube 24 oder 23. Ich sag, er hat nicht mehr Potenzial dazu, Top 10 Premier League-Stürmer zu sein. Also das ist eine Lüge. Ich hätte noch eine Frage zu deinem Statement. Und zwar sagst du, einer der besten aktiven Stürmer oder einer der besten überhaupt? Einer der besten kommenden. So, kommenden. Also, Digga, es gibt so viel, so viel bessere Stürmer. Was ist denn, also wie ist die Spanne, wie viele Top-Stürmer gibt es? Sagst du, er ist Top 10 of all time dann? Das Potenzial hatte, sagst du? Das habe ich also nicht gesagt. Ich habe nichts von All Time gesagt. Vor aktive Stürmer, also Top 10. In den nächsten, sagen wir mal, 5 Jahren. Ich sag, in den Top 10 Stürmern. Und stehen Stürmer nur Mittelstürmer oder steht da Flügel und alles? Also oh, ich würde sagen, offensive Dreierreihe. Digga, niemals. Offensive Dreierreihe? Digga! Du weißt schon, dass er links spielt. Er spielt schon. Ich sag dir ehrlich, mir freuen jetzt auf Anhieb, freut mir 4, 5 Stürmer ein, die mehr Potenzial haben. Ja, natürlich. Da schauen wir nur an Mbappé. Also schauen wir Victor Osimhen. Aber der ist es ja schon. Schauen wir von mir das Rafa Leao an. Dann Julian Alvarez, Erling Haaland. So viel. Julian Alvarez hat auch krasses Potenzial, gebe ich dir recht. Voll krasses Potenzial als Darwin Nunez. Er ist underrated. Der Typ ist nicht underrated. Wenn der für 5 Millionen von Benfica da hingewechselt war, dann sage ich, ja gut, vielleicht ist er dann underrated. Aber der ist für 80 Millionen oder so, das ist keiner underrated, Bro. Weißt du, was das Ding ist? Er kann jederzeit eine absolute Breakout-Season haben, kann nächstes Jahr passieren direkt. Und dann steht ihr alle da und ruft mich an und sagt, du hattest recht. Ich schwöre auf euch, dafür, da finde ich sogar den Šeško von Leipzig, finde ich noch besser. Du findest Šeško von Leipzig besser? Also Openda ist safe. Ja, der hat mehr Potenzial, oder was? Ist safe. Also ich sag dir ehrlich, die sind nur jünger, die haben meiner Meinung nach... Mehr Potenzial. Na, vielleicht nicht mehr, aber ich sag das gleiche Potenzial wie Darwin Nunez. Wer ist gegen seinen Take? Und bei dem Take macht es einfach nur Sinn, direkt die Meinung von einem Top-Stürmer abzuholen. Und zwar von Čenan Pešinović vom VfL Wolfsburg. Hey Jan, ich habe gehört, dass ihr über Darwin Nunez diskutiert habt. Ich persönlich finde, dass es nicht reicht. Er ist ein guter Stürmer, hat gute Qualitäten, aber ich sage, meine Meinung, so was ich bis jetzt gesehen habe, reicht es noch nicht, um in die Top 10 reinzukommen, obwohl er ein guter Stürmer ist. Aber wir werden sehen, was passiert. Boah, also bodenloser Teil. Aber trotzdem, der versucht was zu werden. Last Christmas I gave you my heart. Ja, ungefähr so. Ja, frohe Weihnachten euch. Hey, frohe Weihnachten. Es ist Weihnachten und ihr zieht euch einfach trotzdem mein Video rein. Danke an euch, weiß ich sehr zu schätzen. Ihr kennt ja mittlerweile das ganze Prozedere. Ich zeige euch jetzt nochmal die letzten Produkte, die zur Verlosung dazukommen. Für die Leute, die vielleicht dieses Video als erstes sehen, hey, ich habe einen Adventskalender hochgeladen. Das waren 5 Videos. In jedem Video sind da immer unten rechts in der Ecke Buchstaben aufgeploppt. Und ihr habt jetzt vom 24.12. bis zum 7.1. Zeit, mir das Lösungswort über Instagram zu schreiben. Auf Instagram einfach Jan Wehner eingeben. Und jeder, der mir das Lösungswort schreibt, ist automatisch in der Verlosung dabei. Bevor ich euch die Produkte zeige, nochmal ein dickes Dankeschön an Adidas, die mir nämlich alle Produkte zur Verfügung gestellt haben, die heute in die Box reinkommen. Das ist zum einen, wie bereits angeteasert, der Adidas Zipper. Rein damit. Dann Adidas Sportsocken, kann jeder brauchen. Nochmal ein bisschen was Kleineres. Adidas Handschuhe, auch perfekt für den Winter jetzt. Ich denke doch an euch, dass ihr keine kalten Hände bekommt. Und zu guter Letzt ein Adidas Rucksack noch. Kann doch auch jeder brauchen von euch. Ich weiß es doch. Also, könnt mir doch nichts erzählen. Ihr solltet jetzt eigentlich 14 Buchstaben haben. Ja, 14 Buchstaben ergeben das Lösungswort. Das heißt, wenn ihr keine 14 Buchstaben habt, ist es kein Stress. Die Videos sind ewig online. Ihr habt bis zum 7.1. Zeit, mir das Lösungswort über Instagram zu schreiben. Wie gesagt, ich gebe euch noch einen kleinen Tipp, damit ihr, wenn ihr dann die Buchstaben zusammen habt, chillen könnt. Im ersten Video sind es 3 Buchstaben, im zweiten Video sind es 3 Buchstaben, im dritten Video sind es 3 Buchstaben, im vierten Video sind es 2 Buchstaben und im fünften Video sind es nochmal 3 Buchstaben. Insgesamt 14.